Kommen wir zur Rubrik Erinnerungen. Das Bahnbetriebswerk Ottbergen war eine 44er-Hochburg. Einst donnerten die Jumbos mit schweren Güterzügen durch das Weserbergland. Viel Spaß beim Anschauen. Es sind schwere Güterzüge, die damals zwischen dem Ruhrgebiet und Hannover bzw. dem Harz unterwegs sind. Quer durchs Weserbergland über Paderborn, Altenbeken, Hameln, Kreiensen oder Nordheim. Bis Mai 1976 bestimmen die 44er des BW Ottbergen den schweren Güterverkehr im Weserbergland. Erst die Aufnahme des elektrischen Betriebes zwischen Braunschweig und Helmstedt macht die Verlagerung des Ost-West-Verkehrs möglich. Das Aus für den Dampfbetrieb. Das Bahnbetriebswerk Ottbergen, in den 70er Jahren neben Gelsenkirchen-Bismarck die letzte Einsatzstelle der Baureihe 44 bei der DB. Die BD Hannover hat ab Ende der 60er Jahre alle 44er des Direktionsbezirks in Ottbergen konzentriert. Zeitweise sind es bis zu 45 Maschinen. Mitte der 70er Jahre ist vom bevorstehenden Aus kaum etwas zu merken. Dampfbetrieb, wie er seit Jahrzehnten in Ottbergen üblich ist. 044 193 ist fertig. Wenig später bespannt sie den nächsten Güterzug. Zu den Ottberger Hausstrecken gehören Altenbeken-Nordheim und Ottbergen-Kreiensen. Unvergessene Szenen aus einer vergangenen Zeit. Neben dem Viadukt in Altenbeken zählen die Fahrten über die Weserbrücke bei Werden zu den täglichen Höhepunkten.